Liebe Barbecue Masters, heute zeige ich euch ein schnelles, leckeres Rezept. Wir machen ein feines Steak Sandwich. Dazu brauchen wir ein feines Stück Fleisch. Ich habe hier ein Entrecote, ein schön abgehangenes, genommen. Burrata, Chili, einen frischen Kräuterseitling. Dann haben wir Tomaten, Knoblauch, Basilikum für den Relish. Wir haben Mayo und grobkörnigen Senf sowie etwas Joghurt und Schnittlauch für die Sandwichsoße und natürlich ein feines Stück Brot vom Bäcker eures Vertrauens. Als erstes schneiden wir etwas Schnittlauch für unsere Sandwichsoße. Wir geben einen großzügigen Kaffeelöffel grobkörnigen Senf dazu, dieselbe Menge Mayonnaise. Hier hat es schon ein bisschen Dijon-Senf drin. Dann geben wir circa nochmals dieselbe Menge Joghurt dazu und geben zum Schluss noch den frisch geschnittenen Schnittlauch dazu. Das Ganze können wir noch mit etwas Salz und Pfeffer würzen und fertig ist unsere Sandwichsoße. Für unseren Tomaten-Radish nehmen wir verschiedenfarbige Sherry-Tomätli, welche wir in kleine Viertel schneiden. Nun schneide ich eine Chili fein. Ihr könnt auch eine kleine scharfe nehmen. Dann habe ich bereits eine Knoblauchzehe bereit zum Pressen später. Und wir schneiden etwas Basilikum und frische Brunnenkresse, welche wir am Schluss dazugeben. Das sind nun unsere Zutaten für den Relish. Wir werden das anschließend draußen in der Edelstahlplatte scharf anbraten mit ein bisschen Öl und werden es dann mit Weißweinessig einreduzieren und etwas abschmecken. Unser saftiges Rinds-Entrecote würzen wir à la minute, das heißt circa eine Viertelstunde vor dem Braten, ganz einfach mit etwas grobem Meersalz und grobem Pfeffer. Das reicht. Schmeißen wir das Fleisch drauf. Circa 5 Minuten auf beiden Seiten scharf anbraten. Den Grill habe ich auf höchster Stufe eingestellt und mit dem Edelstahlrost montiert. Während unser Entrecote auf der Seite brutzelt, geben wir etwas Fettstoff in die Teppanyaki-Platte. Wenn die Schalotten etwas braun sind, geben wir die Tomaten sowie die geschnittenen Chilis dazu. Braten das Ganze scharf an. Wir pressen den Knoblauch dazu. Würzen das Ganze mit Salz und Pfeffer. Und geben nun den Weißwein Balsamico Essig dazu zum Ablöschen. Nach circa 5 Minuten drehen wir das Entrecote. Lassen das weitere 5 Minuten scharf anbraten. Ich habe nun die Brenner unter der Teppanyaki-Platte ausgeschaltet. Somit können wir den Relish noch etwas ziehen lassen, dass er nicht allzu flüssig ist. Und zum Schluss geben wir dann noch den Balsamico und die Brunnenkresse dazu. Die Kräuterseitlinge marinieren wir beidseitig mit etwas gewürztem Olivenöl. Die Kräuterseitlinge lege ich neben unser Entrecote und lasse die circa für 6-7 Minuten beidseitig schön grillen. Das Entrecote ist nun schön angebraten. Wir legen es auf den Warmhalterost. Wir wollen das anschließend medium rare haben. Das wird dann genau perfekt sein, bis die Kräuterseitlinge parat sind. Zum Schluss geben wir noch den Basilikum und die Brunnenkresse dazu. Vermischen das Ganze. Und fertig ist unser Tomaten-Relish.
Wir können die Kräuterseitlinge vom Rost nehmen. Sowie unser Entrecote. Das wickeln wir noch etwas in Alufolie ein und lassen das ca. 15 Minuten ruhen. Dann hat das eine perfekte Kerntemperatur. Unser Brot pilzen wir ganz leicht mit Olivenöl ein. Und legen das direkt auf den Rost. Wir haben nun alle unsere Zutaten für das Steak Sandwich bereit. Als erstes schneiden wir das Entrecote auf. Wir schneiden hier dünne Scheiben, dass das Sandwich anschließend nicht zu dick wird. Als nächstes streichen wir die gegrillten Brothälften mit unserer Sandwichsoße ein. Dann legen wir etwas saisonalen Mischsalat dazu und garnieren das Ganze mit den Kräuterseitlingen. Dann legen wir unsere Entrecote-Tranchen darauf. Direkt aufs Fleisch geben wir unseren selbstgemachten Tomatenrelish. Zum Schluss kommt der Burrata. Wir öffnen den ein bisschen und streichen das Ganze noch auf den Tomatenrelish. Nun kommt der Deckel drauf. Und fertig ist unser Steak Sandwich. Ich wünsche euch ganz guten Appetit mit eurem Steak Sandwich. Falls dir dieses Video gefallen hat, folge uns doch auf unseren Social Media Kanälen und gib uns, wenn möglich, ein Like.